Von all den Waffen im riesigen sowjetischen Arsenal war nichts so profitabel wie die Avtomat Kalaschnikova. Das 47er Modell, besser bekannt als AK-47 oder Kalaschnikow. Es ist das bekannteste Sturmgewehr der Welt. Eine Waffe, die jeder Kämpfer liebt. Ein elegant einfaches, 9 Pfund schweres Zusammenspiel von geschmiedetem Stahl und Sperrholz. Sie geht nicht kaputt, hat keine Ladehemmung und überhitzt nicht. Sie schießt auch noch, wenn sie mit Schlamm überzogen oder voller Sand ist. Sie ist so einfach, dass sogar Kinder sie bedienen können. Und das tun sie auch. Die Sowjetunion ehrte das Gewehr mit einer Münze. Mosambik brachte es auf seine Flagge. Seit Ende des Kalten Krieges waren die Kalaschnikows zum größten Exportgut des russischen Volkes geworden. Danach erst kamen Wodka, Kaviar und selbstmordgefährdete Romanautoren. Und eins ist sicher: Für ihre Autos steht keine Schlange.